My vision is that, how can I say this? I deeply believe that every person, probably every single person in the world, but certainly almost everybody, has inside them a special talent. At least one, maybe many. Also das ganz Besondere oder das Wichtige meiner Arbeit besteht darin, dass ich glaube, dass jeder Mensch mindestens ein ganz besonderes Talent in sich drin hat. And I believe we need that talent. The whole world needs it. Und ich glaube, dass wir alle dieses Talent brauchen. Die ganze Welt braucht das Talent jeden einzelnen Menschen. And I mean of course I believe it makes a person happy to fulfill his dreams also. Ich glaube auch, dass es den Menschen persönlich und individuell glücklich macht, wenn er seinen Träumen folgt. But we need them. We must have them. We must not waste talent. Aber das Talent brauchen wir alle gegenseitig und man darf es nicht verschwenden. And everything that wastes talent makes me very angry. Und mich macht alles wütend, wo ich sehe, da verschwendet jemand oder jemand nutzt sein Talent nicht. When people criticize a dream the wrong way and then the person is embarrassed and they give up their dream when it was a very good one and the critic is stupid. That makes me very angry. Mich macht es besonders ärgerlich, wenn jemand einen Traum hat und die Menschen um ihn herum machen diesen Traum nieder oder werten ihn ab und in dem Moment stirbt etwas ganz Wichtiges in diesem Menschen und das will ich verhindern. So I know people with a dream need to have supporters, they need to have strength. Mir ist ganz klar, dass jemand, der einen Traum hat, der braucht Unterstützer, Leute, die ihn stark machen. I'm going to give you three or four problems, but the solution is the same to all of them. Ich nenne jetzt drei, vier Probleme, aber die Lösung ist immer dieselbe. There are also people who live in a village where they may be a genius about something, but nobody understands them. Es gibt zum Beispiel Menschen, die leben irgendwo in einem Dorf und eigentlich haben sie ein Genie in sich, aber niemand um sie herum versteht es überhaupt. And this dream can just die and disappear. Und deshalb kann das Genie oder der Traum dieser Person auch einfach wegsterben, weil niemand es erkennt. Partly because they don't know it's important, they think maybe they're peculiar. Die glauben dann selber nicht mehr dran, weil sie denken, sie sind nicht ganz normal oder sie heben sich zu sehr von anderen ab. And mostly because they don't know the people they need to know, who could help them and say, that's interesting, take this name, go here, do this. Die Hauptsache, warum sie nicht an sich glauben, liegt, ist darin begründet, dass sie einfach nicht die Menschen kennen, die sie kennen sollten. And the third problem is poverty. Not that I expect to cure poverty, but that someone is too poor to come to this conference. Or someone doesn't have the money to come to my retreat. Or someone doesn't have the money to buy my book. That bothers me. Ein anderes Problem, was mir zu schaffen macht, ist einfach, dass manche Menschen zu arm sind oder nicht das Geld haben, um zum Beispiel zu Konferenzen wie diesen zu kommen oder zu meinen Seminaren. And for this reason, my main battle, my main dream is everyone will use their talents, have an opportunity to use them to the fullest. Also mein wichtigster Traum besteht darin, dass jeder sein Talent aufs Beste nutzen kann und es lernt. And my tool to help them with every I don't like anything that stops them from using their talent. And my one tool to help them, the one I think of, is isolation is the dream killer. Und das wichtigste Werkzeug, das ich an die Hand geben kann, das ist eigentlich das Wissen, Isolation tötet Träume ab. Für diese Isolationsüberwindung haben Sie ja die Erfolgsteam gegründet. Frau Schwarzer, können Sie uns kurz erklären, was ein Erfolgsteam ist und wie diese Methode funktioniert? Ja, die Erfolgsteams hat die Barbara schon vor 30 Jahren erfunden, als sie eben merkte, selbst wenn die Leute ihren Traum kennen, bedeutet das nicht, dass sie ihn automatisch auch umsetzen können.
Und alleine, sie hat es gerade gesagt, alleine verliert man seinen Traum. Deshalb braucht man Unterstützung. Sie hat also die Teams gegründet. Sie bestehen aus 4 bis 6 Menschen, die sich freiwillig zusammentun, die sagen, ich möchte einen Traum verwirklichen oder ich habe etwas und ich will damit weitermachen, aber ich komme alleine nicht zu Rande. Also geht man in das Team, 4 bis 6 Menschen. Das läuft so ab, dass man sich jede Woche, alle 2 Wochen, alle 3 Wochen trifft und man dort über diesen Traum spricht und sich gegenseitig unterstützt, ihn zu bekommen. Und das heißt, man liefert sich Ideen oder man bringt sich gegenseitig dazu, an diesen Traum zu glauben. Und von Treffen zu Treffen macht man einen klitzekleinen Schritt in Richtung des Traums. Und das sind im Wesentlichen die Teams, die es inzwischen auf der ganzen Welt gibt und auch in der Schweiz. And I will add one thing. I think Gudrun was talking about how teams help and the isolation. Yeah. When you have a conference like this, you add also, because here are people who meet, then they go away and don't know each other again. But while they're here, they solve other problems. Like, I know I have an idea, I can help you, I know this person. So it's two kinds of support that they get. And with this combination of good conference, good success teams everywhere, I hope, in the world, then we can save many, many, many dreams. Also auch, sie bestärkt nochmal, dass auch auf dieser Konferenz, wo das gestern ja auch geschehen ist, dass man sich trifft, man kennt sich nicht, man ist sich fremd. Im Laufe der Konferenz kommt man zusammen, merkt, dass man bestimmte Träume vielleicht sogar teilt. Und das Wichtige ist eben auch, aus so einer Konferenz nicht einfach wieder vereinzelt wegzugehen, sondern die Erfolgsteam-Idee besteht ja darin zu sagen, wir bleiben in Kontakt, wir tun es zusammen und wir werden an der Sache gemeinsam weiterarbeiten. Denn wenn man das nicht tut, dann kann die Konferenz noch so toll sein. Man geht isoliert wieder nach Hause und es wird nichts passieren. And one brief thing, one reason I'm happy that we have German leaders in Germany and Swiss leaders in Switzerland is because they know where are the conferences. The leader is always aware in Germany of there is a good idea conference here and a good one here, you in Switzerland, you know. So the leaders bring the people who are in their teams to these conferences. It's a wonderful combination. I love the combination. Also sie fügt noch hinzu, dass auch gestern hier auf der Konferenz Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Erfolgsteams waren und dass es so wichtig ist, dass wiederum die Leiter oder Leiterinnen dieser Erfolgsteams, die wissen, wo die Orte sind, wo man sich wieder zusammen treffen kann. Und so erweitert sich die Idee eigentlich immer mehr. Und Erfolgsteams, leider gibt es in Deutschland viele, hier in Zürich, Bern, in der Schweiz, und die können die Idee quasi immer weitertragen. Ja, heißt das, wir dürfen hoffen, dass sie nächstes Jahr wieder bei uns sind? Does this mean that he can hope that you will come back to the Switzerland? And yes, you can hope this. And yes, I hope you will see me back here as soon as you invite me. I will be back. Ja, sie kommen natürlich gerne wieder her. Herzlichen Dank, Frau Schwarzer und Frau Schier. Thank you. Danke. Thank you.